Wir haben damit was Gutes getan. Durch uns auch Pipi. Pinkeln und dabei etwas Gutes tun, das geht auf dieser quietschgelben Toilette auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Also das, was wir ausscheiden als Menschen, das ist eben voller Nährstoffe, muss man so sagen. Da ist jede Menge Stickstoff drin, da ist jede Menge Phosphor drin und da ist jede Menge organischer Kohlenstoff drin. Und der enthält Energie und den können wir für uns nutzbar machen. P-Power, auf Deutsch Pinkelenergie, heißt das Experiment, mit dem Johannes Gescher und andere Forscher Nährstoffe aus dem Urin von Buga-Besuchern umwandeln in Energie in Form von Wasserstoff. Das Umweltministerium Baden-Württemberg unterstützt das Experiment. Der gewonnene Strom aus dem Urin soll direkt bei den Klogängern ankommen. Deswegen verstromen wir den Wasserstoff und die Besucherinnen und Besucher können hier ihr Handy laden mit dem Strom, der aus dem Urin rauskommt oder mit der Energie, die aus dem Urin rauskommt. Es lädt. Kann ich mal? Durch Pipi produziert. Neben diesem praktischen Nebeneffekt kommt das Öko-Klo sogar ganz ohne Wasser aus. Die Buga-Besucher sind inspiriert. Also als ich drin war und im stillen Örtchen war quasi, habe ich mir echt Gedanken darüber gemacht, was wir jetzt damit quasi Gutes tun. Also wenn das die Zukunft wäre, wäre ich dabei. Im Prinzip muss jeder Mensch auf die Toilette und wenn man gleichzeitig Energie gewinnen kann, eigentlich sehr sinnvoll, ja? Das ist ja mal was, das wäre was für die Toilette zu Hause. Bis das zu Hause funktioniert, müssen sich die Besucher wohl noch ein bisschen gedulden. Aber in Zukunft soll die Toilette auch in Städten stehen. Das Prinzip in Kläranlagen angewendet werden, wünschen sich zumindest die Forscher. Und der gewonnene Wasserstoff soll ins Stromnetz eingespeist werden. Mit dem Toilettenexperiment können pro Tag bis zu 1500 Liter Wasserstoff produziert werden. Nicht besonders viel. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein Klärwerk für 300.000 Einwohner und Sie skalieren das hoch, dann wird das auf einmal jede Menge. Und plus, wir sparen Ressourcen, weil wir das Wasser nicht aufwendig reinigen müssen. Im Klärwerk wird das Abwasser gereinigt. Der im Urin enthaltene Kohlen- und Stickstoff muss raus. Denn wenn wir das nicht machen, dann haben wir ein Umweltproblem. Das heißt, momentan investieren wir Geld, wir investieren Energie, um diesen Kohlenstoff da rauszuholen. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich sollten wir die Ressourcen, die da drin sind, nutzen. Und das ist ein Teil davon. Wir sparen uns die Wasseraufbereitung und kriegen noch was dafür. Braune Energie war gestern, grüne Energie ist heute, aber gelbe Energie ist, wenn es nach Johannes Gescher und seinen Kollegen geht, die Zukunft.